So, da bin ich, Rundi. Da bin ich, Rundi. Jetzt haben wir ein spannendes Thema. Das Leben. Ich habe alle meine Karten, also alle. Ich habe da ein paar Karten dabei. Parat, Gleit. Ihr habt nochmal vielleicht Namen. Ich sehe da die Namen. Von den Leuten, die einmal reinkommen und dann wieder rausgehen. Also Leute, die ich gar nicht kenne, das ist so lustig. Was sich gewisse Leute für Namen einfallen lassen. Ja. Let's see, Black Lover. Hallo, liebe Susanne, wie geht es dir so? Mir geht es super. Ich bin gerade zurück. Also ich fange meinen Abend erst gerade an. Mit der spirituellen Beratung und so. Ja, ist viel los in der letzten Zeit. Heute war es recht warm. Aber ich geniesse es, ich meine, ich liebe Sommer. Lila Blauschop. Hallo, Sally, wie geht's dir? Wie gesagt, heute haben wir ein spannendes Thema: das Leben. Das beinhaltet natürlich ganz viele verschiedene Unterthemen, die wir besprechen können. Und ja, stimmt, für mich ist jetzt leider nicht so toll. Ich mache lieber den Winter. Ja, ich kenne jemanden, also einen Musikproduzent, der Hitze fast nicht aushalten. Also der hat am liebsten Island für Ferien und ja, Winter. Jeder Mensch ist anders. Sumi, wie geht's, Mami Tobi? Mir geht's super, wie geht's dir? Sumi, guten Abend, liebe Sumi. Lila Blauschop, super, und dir? Mir geht's auch super, wie gesagt, ich bin gerade zurück. Fange jetzt mal mit dem Live an, das mal. Und nachher habe ich noch Telefontermine und Leckungen und alles. Also, einmal ist einfacher, ein bisschen auch später konzentrieren, wenn es so warm ist. Und ich sage es von Haus aus und ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's super. Und wie geht's dir? Sehr Black Clover. Ja, ich liebe Kälte. Jetzt ist nicht so toll wegen meinem Kreislaufproblem, wo ich habe. Ich muss immer so viel trinken. Ja, viel trinken ist immer wichtig. Allgemein. Sogar im Winter. Wegen der Heizungsluft und alles. Also, übrigens, ja, da wegen dem Thema, wo ich in letzter Zeit so Gemüter erregt hat. Viel trinken oder wenn man keine Dehydration, keine Trockenheit im Körper hat, wo ja viel trinken dagegen auch hilft, hilft auch, dass man nicht so zunimmt. Oder also Dehydration im Körper tut auch Übergewicht fördern, zum Beispiel. Lila Blauschop, aber nicht überarbeiten. Nein, das mache ich nicht. Ich tue mich auch immer ausruhen und Glasse essen und Wassermelonen und so. Ja, nichts Neues. Ich brauche dringend einen Ratschlag zu meinem Lebensleben. Ja, sehr gern. Also, da schauen wir doch gerade, was da los ist. Also, Prince of Wings, the Challenger. Im Moment scheint da bei dir etwas zu laufen in Richtung Herausforderung, Provokation, etwas, wo nicht wirklich das ist, was du eigentlich willst oder dich wohlfühlst. Ich schaue mal schnell weiter. Okay, Judgment, Perspektive. Von dir wird gefordert, um die Situation zu verbessern, dass du da eigentlich ein Urteil fällst. Du sollst eine Entscheidung treffen, du sollst vielleicht eine neue Perspektive einnehmen auf gewisse Personen und dich auch teilweise distanzieren. Es gibt immer verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Menschen und da darf man sich nicht gross reinreden lassen, wenn es ums Liebesleben geht. Auch nicht von einer Person, die Interesse an einem hat und versucht, einem
zum Beispiel manipulieren, wenn du verstehst, was ich meine. Sehr Black Clover, ich trinke aber nur Mineralwasser oder Tee, aber ohne Zucker. Ja, das ist gut. Magic Queen, Bojan 28, kommt er. Ich hoffe, jetzt muss ich mich zu, danke. Dann schauen wir doch gerade. Six of Shells, Joy, Freude, also sieht gut aus, sind gute Energien, dass er da auf dich zukommen wird. Aber, okay, Seven of Wings, Opposition. Ich habe die nochmal gezogen, weil ich das Gefühl hatte, da ist irgendeine Energie aber bei ihm herum, wo du ein bisschen schauen sollst. Irgendetwas ist wie gegenteilig. Man sagt ja immer so schön, Gegensätze ziehen sich an. Und das ist auch spannend. Aber irgendwo hat er gewisse Eigenschaften, die so ein bisschen im Kampf stehen zu deinen Eigenschaften. Und da musst du gut überlegen, oder, wenn er auf dich zukommt, wie du damit umgehst. Darf ich auch eine Botschaft zu meinem Liebesleben haben? Danke vielmals. Ja, also. Ich ziehe jetzt mal eine schamanische Karte. Bergstärke. Also, CEO Black Clover. Bei dir geht es effektiv darum, dass du eigentlich mehr gefestigt wirst. Dass du deine Stärke aufbaust. Das heisst, im Moment ist da eigentlich nicht unbedingt der Fokus auf dem Liebesleben selber, sondern auf dir. Auf dir. Und der Rest kommt. Der Berg ruft. Ich kann vielleicht bei Bruchau Ratschlag zu meinem Chaya-Leben. Was meinst du? Liebesleben. Kampfles bin. So. Also. Death Transformation. Bei dir ist da einiges los. Bei dir geht es ein bisschen tiefer, meine Liebe. Da kommt viel Veränderung auf dich zu und vielleicht auch gewisse Brücken, die abgebrochen werden müssen. Also das heisst Kontakt, die aufgeben werden müssen, damit etwas Richtiges, das passt, in dein Leben kommen kann. Da ist irgendetwas, das weg muss aus deinem Liebesleben. Ganz deutlich. Ich schaue nochmal schnell genauer. Ja, es hat mit Respekt zu tun. Respekt für dich, deine Gefühle, wie du denkst, deinen Charakter. Also wenn du da merkst, okay, ich sehe, die und die Person nimmt mich nicht so, wie ich bin, dann weißt du genau, um wen das es geht. Und ich sage, danke dir vielmals. Immer gern. Sumia, würde mich auch über eine Botschaft freuen. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Schau mal. Honor and trust your feelings. Also bei dir, liebe Sumia, ist es schon immer wieder ein roter Faden. Also immer wieder ein bisschen dasselbe. Du sollst wirklich jetzt daran arbeiten, mehr auf dich selbst zu bauen und zu vertrauen. Und nicht so sehr die Meinung anderer wie einnehmen oder dich beeinflussen lassen. Das ist deine Botschaft. Im Moment brauchst du wirklich eine Zone wie für dich selbst. Und wie ich schon sagte, am besten jeden Tag, auch wenn es nur 10 Minuten sind, für dich reservieren, nur für dich, ungestört und wirklich einfach mit dir selbst Zeit verbringen und mit deiner Zwillingsseele. Das wird ihm helfen, dass er dir da eben auch eine Stütze sein kann und dich trainieren kann, dass du deine Intuition immer lauter und klarer hörst. Das ist wie ein Kompass. Das wird dir bei vielem zugutekommen. Magic Queen, also etwas, was nicht gut ist. Magic Queen, was heisst nicht gut? Es kommt immer darauf an, wie man es anschaut und wie man damit umgeht. Das kann dafür sorgen, dass man immer wieder Meinungsverschiedenheiten hat, immer wieder streitet, Gegensätze reiben dann halt auch, aber Gegensätze können sich auch ergänzen. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, ich habe nur gesagt, ihr seid gegensätzlich in einigen Sachen. Und wenn er da keine Balance, also kein Gleichgewicht herkriegt, dann ist nicht gut. Wenn ihr es aber wie positiv, konstruktiv angehen könnt, kann es etwas gut sein. Das ist euch überlassen. Jeder macht das dann anders. Ich sage es euch, kannst du mal sagen, was es gerade fühlt? Er verhält sich anders als sonst. Okay, dann gehen wir da mal rein.
Also ich sehe, dass er selber unsicher ist. Schau mal, Frustration. Im Moment ist er sehr unsicher und frustriert und weiß selber nicht, was los ist. Das heißt, du sagst, er handelt sich anders als sonst. Es ist aber keine Absicht. Es geht ihm halt nicht gut. Er hat so ein bisschen wie aufgestaute Gefühle, wo er selber überrascht darüber ist und wie es sich analysieren kann und auch andere analysieren, warum er sich so fühlt. Und da kannst du nur Zeit geben. Da kannst du nur geduldig sein. Alles andere bringt wie nichts, weil das muss er mit sich selber klären. Und Männer sind sehr oft intern, wenn es um Verarbeitung von solchen Sachen geht. Die reden nicht gerne darüber, sondern sie wollen einfach wie ein bisschen ihren Freiraum, um das innerlich zu klären und analysieren. Gib ihm die Zeit und dann wird sich das schon besser. Und wenn er weiss, was los ist mit ihm, wird er auch besser können kommunizieren über das mit dir. Sarah da mit der Hand. Oh, Liebe, ich bin verzweifelt, habe keine gute Kollegin im Moment, mit denen ich mich gut verstehe. Wird sich das ändern? Dann schauen wir gerade mit der Astrokarte bei dieser Frage. Das ist natürlich ein bisschen ein komplexeres Problem. Schau da, die Mystiker in Skorpion. Also der Einfluss ist sehr gut für dich. Der zeigt nämlich Ehrlichkeit und wie hinter die Fassade der Menschen können blicken. Das heisst, der Skorpion hilft dir, eigentlich die wahren Gefühle und Absichten der Menschen erkennen. Nutz das und tun aufräumen. Tun aufräumen in deinem Umfeld, so krass das tönt. Wenn du sagst, du hast keine guten Kollegen, mit denen du dich gut verstehst, sind es keine Kollegen. Und dann musst du sie absägen und du wirst andere Menschen kennenlernen in deinem Leben. So einfach ist das. Bist offen für neue Menschen und tun Menschen, mit denen du dich nicht gut verstehst, auf Distanz. Hart durchgreifen. Tja, Black Clover, okay, gut, danke. Dann bin ich da richtig dran. Ich habe eine Frage. Wie kann man sich gute Psyche aufbauen, also so allgemein in Situationen nicht gleich so emotional reagieren? Oh, das ist eine grosse Frage. Das ist etwas, das Training braucht. Also genau bei solchen Sachen, oder? Ihr seht immer auf meinem Profil, seht ihr auch die Nummern auf vielen Videos. Meldet euch bei mir, WhatsApp Business, SMS. Wir können einen Telefontermin machen. Also ich tue eben genau so wie ein Coaching machen, spirituell, so spirituelle Psychologie. Das ist etwas, das vielen hilft, anstatt einfach eine Karte ziehen und so Zeugs. Mache ich auch außerhalb vom Live, oder? Weil das ist etwas, das viel mit Gewohnheit zu tun hat, oder? Und um wie eine bessere Psyche aufbauen, wie du sagst, muss man spirituelle Psychologie anwenden. Muss man sich umprogrammieren in gewissen Sachen, die da wie im Weg stehen. Man muss können wie in die linke und rechte Hälfte von sich selbst, das hat auch viel mit Zwillingsseelen zu tun, wie auf Kommando innen tappen. Oder? Anstatt in die Emotionen hineingehen, wie in der Logik bleiben. Das ist alles möglich. 079 511 67 12. Das ist die Nummer, wo ihr euch melden könnt für so etwas. Da bringt es nichts, wenn ich dir schnell eine Karte ziehe. Das ist nicht so oberflächlich. Nomi, huhu, liebe Sally. Ich habe Flesmin, danke, Queen. Immer gern. Sehr Black Clover. Dann ruhig bleiben und nicht auf den ersten Impuls hören. Ja, wie du sagst, das sind Gewohnheiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da stinkfrech, wenn ich immer ehrlich bin. Frauen haben eine größere Tendenz zu dem. Ja, Frauen. Ich habe auch gewisse Männer, die das haben. Also es sind nicht nur Frauen, es ist nicht eine Regel, aber es ist eine Tendenz. Und das hat mit der Erziehung zu tun, es hat mit der Gesellschaft zu tun, es hat mit so vielen verschiedenen Faktoren zu tun, dass man von Jahren an Einfluss redet, wo das macht. Und da muss man trainieren, da gibt es verschiedene Methoden, um sich zu arbeiten, um so etwas umpolen, umprogrammieren. Lari, hoi, könntest du einen Blick in mein Liebesleben werfen? Danke. Sehr gern. The Empress, Creativity. Kreativität
bei dir ist sehr speziell. Also da ist jetzt nicht viel Negatives oder viel Positives los, sondern es ist wie ein bisschen verfahren. Dieses Liebesleben braucht vor allem so ein bisschen nicht staubig, ein bisschen Kreativität, ein bisschen neuer Wind, neu auf Sachen schauen, neu auf Menschen schauen. Und es wird auch effektiv eine kreative Person in dein Leben kommen, die dich da inspiriert. Also acht genau auf das. Du siehst da die zwei Personen auch auf der Karte. Da hast du es. Also deine nächste Liebe, deine wahre Liebe, wo wirklich echt ist, wird eine sehr kreative Person sein, die dich inspiriert. Da gewisse Sachen entstauben. So, mir ist ja cool. Okay, danke schön. Immer gern. La loca. Oi, Susanne. Ja, Sally, wie geht's dir? Magic Queen, danke. Juliana. Das ist keine Frage für das Live. Es ist eine Person, die mich nicht interessiert. Schlechte Energie. So, mir ist ja gut. Mich würde noch interessieren, wie ich auf andere wirke. Also, liebe Sumi, du hast verschiedene Menschen in deinem Umfeld. Ich bin ganz ehrlich, auf manche Menschen wirkst du sehr verstreut und unsicher und sie trauen dir nicht viel zu. Sie denken, dass du Hilfe brauchst, wie so ein verlorenes Reh, ja, sage ich jetzt mal. Das sind nur gewisse Leute. Und ich glaube, du weißt auch wen. Andere Leute wiederum sehen dich als sehr humorvoll und cool und wollen mehr Zeit mit dir verbringen, mit dir befreundet sein, finden dich eine spezielle und gute Persönlichkeit. Ja? Und genau auf dir, also ist so wie ein bisschen zwiegespalten bei dir in deinem Umfeld. Und auf die zweite Gruppe von Leuten würde ich bauen. Also mit denen solltest du mehr Zeit verbringen und das wird dir gut tun. Das ist der bessere Einfluss als Leute, die dir wie nichts zutrauen und dich kritisieren. Weil das machen sie auch in ihrem Kopf. So sehen sie dich. Hey, nix, nix, Frau. Danke dir vielmal. Immer gern. Ah, see you, Black Clover. Darf ich fragen, der Typ, wo noch kommt, was der für ein Scheiß hat? Los, meine Liebe. Meine Liebe. Ich weiß, dass es eine Gewohnheit von dir ist, aber du willst immer mehr Infos wissen über den Typ, wo noch kommt und noch nicht da ist. Du greifst zu viel vor. Und ich sage dir immer wieder, bleib im Hier und Jetzt. Und darum, ich ziehe dir jetzt eine Astrokarte um, wir sehen, was Karte dir zeigen wollen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich muss dich jetzt trainieren und ermutigen, im Hier und Jetzt lernen zu sein. Schau da. Wilde Weiblichkeit. Lilith. Was zeigt uns das? Du sollst unbedingt bei dir bleiben und sollst an deiner Weiblichkeit arbeiten. Du sollst an dir Sachen entdecken. Du sollst über dich selber nachdenken. Wenn der kommt, dann kommt er. Und du wirst vieles auch erleben und herausfinden währenddem. Und das ist auch spannend so. Da, heutiges Thema, das Leben. Oder? So ist das Leben. Wir dürfen nicht alles im Voraus wissen, wir sollen auch nicht alles im Voraus wissen und zu viel in der Zukunft umdenken, weil sonst leben wir nicht richtig. Wir sind nicht wirklich anwesend im Hier und Jetzt. Und Zukunft formen wir mit dem Hier und Jetzt. Und darum ist das wichtig. Das heißt, schau deine Weiblichkeit an, entdeck deine wilde Seite, schau mal, was du vielleicht noch nicht ausgelebt hast bei dir. Find ein neues Ventil. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, was die Karten da gezeigt haben. Find ein neues Ventil für deine weibliche Kräfte, anstatt sie nur ins dritte Auge und ins zu viele Nachdenken zu legen. Akronix, du siehst, wie mein Gott ist. Tja, das kommt davon, wenn man Zwillingsseelen ist. Theo Black Clover. Weil ich reagiere meistens mega impulsiv, weil ich sehr ruhig bin. Meistens schaffe ich es gut, aber nicht immer und ich weiß nicht warum. Ja, dann wäre für dich da mal so ein Telefontermin empfehlenswert, CEO Black Clover.
Dritten Rad für deine Nervosität. Da, Erzengel Michael sagt, have confidence, das heißt, bleib selbstbewusst. Geh ganz stark in die Prüfung rein und vertraue dir selber und sehe dich selber schon als erfolgreich, wenn du reinläufst. So tust du es anziehen und so tust du dich auch ein bisschen positiv manipulieren. Das andere ist, ganz ruhige Atmung. So tust du deine Nervosität wegatmen. Deine Atmung bestimmt. Deine Atmung wird schneller, wenn du nervös bist. Wenn du ganz bewusst deine Atmung beruhigst, beruhigt es auch deine Nervosität. Probier das mal. Ali, hi Susan, Sally. LXNDX. Hi meine Liebe, wie geht's dir? Hast du es gut? Ja, mir geht's super. Und wie geht's dir? Lari, danke vielmals. Immer gern. Alia, ich habe dir auch schon privat wegen der Botschaft geschrieben. Alia, Verbindung. Okay. Heute war ich unterwegs viel und dachte mir, ich schaue die Fragen dann in Ruhe am Abend an, wenn es nicht mehr so warm ist. Ein Moment, ein Moment, ein Moment. Ja, das dachte ich mir schon. Alia, ha? Ich weiß schon, wer du bist. Schau deine Frage dann. Okay, gut, danke, das werde ich machen. Und recht, ich sollte mich überraschen lassen. Überraschen lassen? See, oh Black Clover hat auch damit zu tun, dass man vertraut. Wenn man sich selber vertraut, seinem Leben vertraut, seinem Schicksal vertraut, dann hat man auch nicht das Gefühl, dass man wie alles voraus wissen muss. Es kann nämlich wirklich auch eine Besessenheit werden, dass man alles voraus wissen will, um sich sicherer zu fühlen, wenn man in die Zukunft schreitet. Aber es bedeutet immer, man wird abwesend im Hier und Jetzt und lebt nicht mehr sein Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Sami, ich habe eine Frage und würde gerne wissen, ob ich sehr große Probleme werde haben in der nächsten Zeit. Decide to be happy now. Erzengel Michael ratet dir, dass du im Hier und Jetzt dich auf glücklich sein und positive Energie konzentrierst und nicht auf Angst, dass du in der nächsten Zeit grosse Probleme haben wirst. Sonst ziehst du es an, sonst machst du die Tür auf für das. Verstehst du, was ich meine? Und egal, was im Leben auf einem zukommt, wenn man es wirklich wie positiv und ruhig angeht, kann man alles meistern, auch die schwierigsten Situationen, viel einfacher. Einmal sogar so, dass man es kaum bemerkt. Einmal macht das sogar den Unterschied, ob es wie wirklich als schlimm erlebt wird oder als, ja, normal. So ist das Leben. Ja. Darum haben wir ja auch heute das Thema. Ich merke auch, dass es eine Gewohnheit ist. Ja. Wie kann ich das finden, die Weiblichkeit? Das ist natürlich ein bisschen eine komplexere Frage, aber eigentlich hast du ja schon alles, was du brauchst. Du hast den Zwillingsseelenscan. Schau den Zwillingsseelenscan, den ich für dich gemacht habe, nochmal an. Da hast du ganz, ganz viele Infos, die dir helfen und Übungen mit deiner Zwillingsseele an das herangehen. Aber du siehst, damit er dir helfen kann, musst du locker lassen und ihn lassen. Er kann dich nicht zwingen, er kann es nicht dir aufzwingen. Du musst können entspannen und in deine Weiblichkeit hineingehen, im Sinne von, ich empfange jetzt mal, ich lasse ihn jetzt mal machen und dann kann er auch etwas machen. Verstehst du, was ich meine? Sorry, schon alle. Du musst ein bisschen Geduld haben, sie geht von oben nach unten. An dem kann ich jetzt auch gut arbeiten. Hallo und hoi, Sally, wie geht's dir? Okay, werde ich so machen, danke, Lukas. Immer gern. Ein Ramon.
Bist du noch Michael Jackson Fan? Ich bin vor allem MJ Twin Flame, so wie mein Username so schön sagt. Und Fan von seiner Arbeit und dem, was er geleistet hat im Leben, trotz dem Krieg, den er gegen sich erlebt hat, werde ich immer sein. Ich werde immer Respekt haben davor, wie er seine Probleme gemeistert hat. Auch wenn gewisse Sachen ihn gebrochen haben, er hat gekämpft bis zum Schluss. Der Michael ist ein Ausnahmemensch in seiner Arbeit. Sie Black Clover. Hast du das mit der Arbeit gesagt? Also wie ich da auf andere wirke, habe ich es nicht gehört, weil ich es gespielt habe in dem Moment. Wie du auf andere wirkst bei der Arbeit. Also, Liedlis. Sumia, ich muss leider offline gehen, wünsche dir einen schönen Abend. Danke, das wünsche ich dir auch. Also, your home is protected by angels. In dem Zusammenhang, CEO Black Clover, bedeutet das, dass du eigentlich im Moment dich wie auf dein Innere konzentrieren sollst. Schon wieder. Du sollst nicht außen um überlegen, wie du auf andere wirkst oder was die denken. Ich sag dir warum. Dein drittes Auge ist eigentlich sehr empfänglich. Du hast schon Fähigkeiten drin, die du eben noch nicht entdeckt hast, weil du eigentlich davor rennst. Davon. Bei deinem dritten Auge hast du Fähigkeit, um wirklich wahrnehmen, was andere denken, was bei anderen in der Aura los ist, was ihre Energie ist und das wie auch so ein bisschen annehmen in deine Gedanken. So, Telepathiefähigkeit. Du hast da wirklich viel in dir. Aber darum ist es wichtig, ich sage dir das jetzt wirklich einfach, damit du verstehst, warum ich das so ausführe. Darum ist es wichtig, dass du dich auf deine Zwillingsseele und auf dich im Moment konzentrierst, um das zu schützen und stärken zwischen euch. Und nachher kannst du immer noch anfangen, diese Fähigkeiten anzuschauen, ganz langsam. Das heisst, du brauchst meine Hilfe gar nicht. Du weißt das auch. Du kannst dich selber darauf einstimmen. Aber es ist im Moment wie nicht erwünscht. Im Moment sollst du dich schützen, vor allem auch, weil der Streik noch bei dir am Arbeiten ist und reinigen und so. Da wollen wir keine fremde Energie. Was erwartet mich der Herbst im Liebesleben? Der Herbst? Dann ja immer nur Sommer. Hopp! Schau mal. Death Transformation. Das bedeutet so viel wie in deinem Liebesleben wird etwas zu Ende gehen und etwas Neues entstehen. Etwas sich sehr krass verändern. Also dein Herbst wird interessant. Es kann sogar sein, dass du da wie plötzlich jemand spannend findest, wo so eigentlich nie dein Typ gsi isch früher. Also da wird sich viel tun. Gewisse Menschen müssen raus aus deinem Leben, damit andere kommen können. Das Glas muss sich leeren, damit es neu gefüllt werden kann, sozusagen. Richie, kannst du mir Karten lesen? Ja, Richie, wenn du mir kein spezifisches Thema gibst, dann kann ich nur Astrokarten ziehen und schauen, was so für unsere Einflüsse sind. Weil ansonsten, das muss ein bisschen schnell gehen hier im Live, kann ich alles Mögliche lesen, stundenlang. Ja, dafür musst du dich aber aufs WhatsApp melden. 079 511 67 12. Ich mache gerne eine volle Legung für dich. Mit allen Fragen so, allgemein. Also Richie, Schütze, die Weltentdeckerin oder Weltentdecker. Das ist im Moment der Einfluss bei dir. Du sollst rausgehen, vielleicht sogar reisen. Wenn du irgendwo immer hast wollen herreisen, tun das jetzt buchen, tun das wirklich anschauen jetzt. Ja? Du brauchst die Freiheit, du brauchst die Erkundung von der Welt, die Abwechslung. Das ist das, was dir vor allem in der nächsten Zeit gut tun wird und dir neue Horizonte eröffnen. Da. CEO Black Clover, machst du heute noch meine Legung? Jo, Richie, ich habe von Michael Jackson getroffen. Ja, also, gang auf Reis. Gang auf Reis. Die Welt ist sehr, sehr interessant. Es gibt so viele interessante Länder und Kulturen, die man entdecken kann. Ari Kump, was erwartet mich in der nächsten Zeit in der Liebe? Übrigens, Richie, mein Psychologieprofessor und Neuropsychologieprofessor, den ich mal hatte, ganz ein spannender Mensch in Amerika damals, der hat gesagt, wenn man wirklich seine Intelligenz fördern will und etwas lernen will, sollte man nicht in einer Schule oder an der Uni, sondern reisen.
hat übrigens auch der Michael sehr viel gelernt. Der hat sogar Bücher angeschaut mit Sprachen, die er gar nicht kann. Und Bilder studiert in den Büchern. Also, Agri-Coup, Generosity, Six of Gems. In der nächsten Zeit wirst du sehr viel Grosszügigkeit erleben, was das betrifft. Also du wirst mehrere Chancen haben und nicht nur eine. Und das ist einmal auch Kunst, dass man da eigentlich richtig entscheidet. Sagt dann nochmal, okay, da, the Hangman Attitude. Das, was eigentlich bestimmt, ob es in deinem Liebesleben gut kommt oder ja, weniger gut und ein bisschen komplex wird, sage ich jetzt mal nicht ausgedrückt, ist, wie deine Einstellung ist. Das heisst, du hast deine Chancen, mehrere Chancen in der nächsten Zeit und daher schaffe ich jetzt an deiner Einstellung, der Liebe allgemein gegenüber. Versuch positiv zu denken, auch über dich selber. Sag dir, ich habe es verdient. Ich will glücklich sein, ich bin glücklich. Ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und das wird wie das Richtige anziehen. Das wird dir helfen, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Aufgrund von Liebe, nicht aufgrund von Angst. Sieht aus wie ich. Ja, so läuft das. Es ist natürlich nicht nur das Aussehen. Darum heisst es ja auch Twin Flame, also Zwillingsseele oder Zwillingsflamme. Der Name kommt nicht irgendwo her mit Zwilling oder die Beschreibung. Es ist aber nicht nur das Aussehen, es ist alles. Also Körpersprache, Gestik, Gedanken, auch so Sachen wie Telepathie, energetische Verbindung, Herzchakra-Verbindung, sich spüren, wie wenn der andere Körper, der eigene Körper gleichzeitig wäre. All das gehört dazu. Lebensparallelen, wie du hast Sachen in der Vergangenheit erlebt, er hat das Gleiche erlebt. Also so wie so Zwilling auf allen Ebenen. Wenn das so ist, dann herzliche Gratulation. Es ist sehr, sehr selten, seine Twin Flames wirklich zu treffen. Auf Erde. In einem anderen Körper. Sayo. Stimmt nicht. Es stimmt nicht und du beleidigst mich direkt, wenn du zu mir kommst und so etwas sagst. Hast du das verstanden? Ich muss mich mega zusammenreißen, wenn ich so Sachen höre. Wenn ihr wüsstet, was ich alles weiss, was dahinter steckt. Und ich sage es jetzt mal so indirekt. Es gibt eine gewisse Gruppe, so auch von einer gewissen Richtung, sage ich mal, und zwar nur in Amerika, wenn ihr es schon bemerkt habt. Nur in Amerika hat es je so Vorwürfe gegeben, irgendwo anders auf der Welt. Ich habe noch nie von geografischer Pädophilie gehört. Das gibt es nicht. Und die rassistische Gruppierung hat das gegen ihn gemacht. Niemand anderes hat je irgendwelche Vorwürfe gegen ihn erhoben. Und das sollte euch zu denken geben. Sie haben Black Clover. Ja, stimmt, das steht auch in meinem Zwillingsseel. Scan, meinst du, drin. Plus 3, 8, 7. Hat Richie nicht. Gewisse wissen einfach Sachen, muss man nicht erklären, wieso. Sie haben Black Clover. Kann man nicht immer erklären. So Fähigkeiten meinst du, oder? Das kann man nicht immer erklären. In einer Aura-Reinigung. Oder? Carina Ellig. Werde ich glücklich mit meiner neuen Arbeit? Ja, schauen wir. Explore your options. Also ich bin immer ehrlich, ja. Irgendetwas in deiner neuen Arbeit, wenn du sagst glücklich, ist vielleicht nicht das Endziel dieser Arbeit. Es ist ein Stein auf dem Weg dazu. Wie eine Treppe, ja. Aber es wird andere Optionen geben in Zukunft, wo du vielleicht auch dich weiter ausbauen tust, beruflich. Und dann kannst du wirklich glücklich werden, beruflich, mit deinem vollkommenen Ziel, wenn das Sinn macht. Das heißt, du bist noch nicht ganz am Ziel. Es ist ein Entwicklungsweg, ein Stück auf dem Weg. Das ist das, was die Karten hier ganz klar zeigen. Aber du bist auf dem richtigen Weg, ja, das kann ich sagen. MJ, Dina, darf ich auch eine Karte? Hopp. Hopp.
wenn ihr mich so allgemein fragt, Chiron, innere Heilung. Also bei dir tut jetzt im Moment, oder? Gina tut im Moment effektiv die Sternenkonstellation dafür sorgen, dass du innere Heilung ankurbeln tust, stimulieren tust. Das heisst, du denkst viel nach in der nächsten Zeit, du sollst auch mehr an dir arbeiten innerlich, du sollst deine Gedanken verbessern, deine Gedankenmuster positiver werden, auch dir selber gegenüber sicherer werden auch und Sachen, wo du wie nicht zufrieden damit warst aus der Vergangenheit, du sie jetzt angehen. Nutz die Energie, die dir wie Unterstützung bietet und tu das Zeug loslassen, abbauen, überwinden, heilen. Wir haben alle Sachen, die uns im Weg stehen. Her Queen. Habe ich die Liebe von meinem Leben in meiner Freundin gefunden? Schauen wir mal. The Hermit. Introspection. Also, es ist sehr, sehr spannend. Die Karte zeigt nämlich, dass irgendwo deine Freundin verschlossen ist und sehr viel in ihr Innere schaut und nachdenkt. Das war echt das, was sehr viele Menschen machen müssten. Das macht sie zur Genüge. Das bedeutet, schau mal, Change, Two of Gems, schau mal, das wird sich ändern durch dich. Das heisst, du kannst ihr helfen, um da wirklich mehr aus sich rauszukommen und sich trauen, sich auch mehr verbinden mit den Mitmenschen durch dich, oder? Und in eurer Beziehung. Aber bist dir einfach bewusst, dass zum wie dort herkommen, dass eure Beziehung wirklich stabil ist und hebt und gut läuft, ist es wichtig, dass du verstehst, wie sie tickt. Und dass du sie unterstützt, dass sie halt auch so viel über ihr Inneres nachdenkt und grübelt und analysiert. Das ist ein Teil von ihrem Charakter und es ist auch gut. So tut man sich mega weiterentwickeln. Und wenn du da wie mitmachst, dann haben wir beide etwas davon. Ich bin im Büro. Meine Liebe, ich bin noch im Büro. Adela Moresan 555, Adela 37, mal 35. Ja, danke vielmals fürs Herzli. Wie geht es weiter mit ihm? Go forward fearlessly. Irgendetwas hat dich ein bisschen so ins Grübeln und Stocken gebracht. Adela Moresan. Einfach vorwärts gehen, einfach wirklich dich trauen, dich vollkommen einzulassen auf diese Beziehung. Dann kommt es gut. Kein Misstrauen, keine Zweifel. Finde es raus in der Praxis. Verstehst du, wie ich meine? Das heißt, anstatt dass du nachdenkst und sagst, was ist wenn, finde es einfach raus in der Praxis. Und du wirst sehen, es gibt gar keinen Grund, dir irgendwelche Sorgen oder so Gedanken zu machen. Sei gut zu dir selbst, sei auch gut zu ihm und versuch da wirklich jetzt einfach dein Leben zu genießen und zu entspannen. Das kommt alles gut, das läuft sehr gut energetisch, passt ihr super zusammen und habt eine Chance, eine wirklich ausgeglichene Beziehung zu schaffen hier. Kannst du mir etwas über mich sagen, was ich noch nicht weiß von mir? Ja, du, es gibt vieles, was du nicht weißt, wenn ich so mal reinschaue, aber das eine ist vor allem, ich weiß, ob ich das jetzt im Live sagen soll, das ist immer so eine Frage. Vielleicht hat es auch mit deiner Zwillingsseele zu tun, vielleicht hat es auch mit anderen Sachen zu tun, aber bei dir ist irgendetwas, wo du irgendwann, wenn es noch nicht weißt, denke ich, entdecken wirst, dass du dich auch zu Frauen hingezogen fühlst, Salome. Das ist so das. Und es wird so etwas sein, wo du vielleicht am Anfang abstoßen tust und ein bisschen Mühe damit hast, aber eigentlich hat es mit deiner Vergangenheit zu tun, also auch vergangenen Leben und mit deiner Zwillingsseele und es ist etwas, in dem du etwas entdecken kannst, wenn du wie Licht darauf bringst. Licht ins Dunkel, sozusagen. Das ist vor allem das, was ich sagen kann. So, spontan. Tschüss.
Janina, ich bin genau das am probieren. Danke, PS. Mein Chiron ist in Virgo. Ha! Interessant. Rebecca, guten Abend, Sally. Rebecca, wie kann man dann sein Inneres gut anschauen? Also einfach da Blockaden sind oder auch seine eine Seite rauszufinden. Da fragst du mich etwas, was ich auch nicht im Live gut machen kann, mit schnell Karten ziehen. Gell? Das müssen wir auf dem WhatsApp anschauen, weil da geht es um Methoden. Methoden, wie man das sich schafft. Da gibt es bestimmte Übungen. Die, also du weißt, ich schreibe auch so Spezial-PDF, kann ich gerade allen sagen. Ich mache auch so Spezial-PDF, also schriftlich. 50 Stutz kostet das. Das sind dann über 10 Seiten, oder? Wo ich euch wirklich eine Anleitung, wie Trainingsanleitung gebe, für den Punkt, wo ihr gerade seid im Leben, wie ihr an dem arbeitet, wie ihr an dem arbeitet, wie ihr mit dieser Übung das und das fördert in euch, oder? Und in den Griff kriegt. Und das ist etwas, wo definitiv in den Bereich gehört. CEO Black Love. Ich sehe, du denkst wieder sehr viel nach heute. Her Queen. Ich habe irgendeine Blockade in mir, wo ich nicht weiss, was es ist. Kannst du mal in mich reinschauen? Blockade. Ja, also ich sehe vor allem, bei deinem Herzchakra ist es eben. Das macht eigentlich auch Sinn. Bei deinem Herzchakra ist es so ein bisschen wie ein verdunkelter Fleck. Das kann aus der Vergangenheit kommen. Es kann dafür sorgen, dass du aus Schutz, also aus Selbstschutz, auch wie die Blockade aufrechterhaltest, damit du wie nicht zu viel darüber wahrnimmst und damit du wie auch nicht wieder verletzt wirst, wie in gewissen vergangenen Situationen, damit du dich geschützter fühlst, damit du dich selbstbewusster fühlst. Aber irgendwo ist es auch, ich bin jetzt ganz direkt, wie ein bisschen Selbstlüge. Weil wenn du wirklich selbstbewusst bist und Selbstvertrauen hast, dann musst du auch dein Herzchakra öffnen können und das Risiko eingehen, dass du verletzt werden kannst und wissen, hey, ich bin trotzdem gut so, wie ich bin und ich vertraue. Verstehst du, was ich meine? Und das ist etwas, Her Queen, an dem wir mit... Das ist etwas, wo man dann das alles auch anschauen kann. Telefontermine kriegt ihr sowieso immer auch ein PDF dazu, im Nachhinein. Mit den wichtigsten Sachen, die wir besprochen haben. Aber das ist etwas, wo du unbedingt anschauen solltest. Es ist in deinem Herzchakra. Sami, hoi du, ich habe zwei Sachen gerne zu wissen. Es gibt ein paar Leute, die mich bedrohen, denkst du, die machen mir etwas. Also Sami, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine krasse Frage, oder? Ich sage immer, wenn es dich wirklich ernsthaft bedroht, Polizei. Effektiv. Bei der Polizei melden. Und dann ist... Und das bestätigt es nur. Du sollst dich schützen, du sollst dich fernhalten von diesen Leuten. Nicht kommunizieren, sie nicht wissen lassen, wo du bist. Und effektiv kann es auch nicht schaden, wenn du spirituell dich schützen tust, indem du dir weisses Licht um dich herum red mit der Polizei. Etwas anderes kann ich nicht klarer sagen. Leg dir ein Pfefferspray zu. Oder so etwas. Aber eben auch mit der Polizei über das. Ja. Ich wollte dich nicht verunsichern, aber ich kann spirituell dich nicht schützen, wenn jemand aus freiem Willen entscheidet, dich angreifen. Aber die Polizei kann das. CEO Black Clover. Okay, du willst etwas über dich wissen, was du noch nicht weißt. Gut, schauen wir. Ja, also ich sehe da etwas, wo du auch sonst nie gewusst hättest, oder? Also es ist wie ein Seelenverwandter rum, wo in deiner Aura ganz hartnäckig auf der linken Seite hockt. Das kann natürlich auch sehr viel damit zu tun haben, was für Blockaden du da durchmachst. Und auch mit der Zwillingsseele. Und der versucht eigentlich dazwischen zu funken.
Aber der wird jetzt immer wieder weggezogen durch die Reinigung, durch die Reiki-Einweihung, die wir gemacht haben. Und 21 Tage, die ich erklärt habe, wird ja deine Aura gereinigt. Und ich sehe also wirklich, wie er so weggezogen wird und ganz hartnäckig versucht, in deiner Aura wie kleben bleiben. Es ist nicht etwas, was ich gerne mehr ausführen würde. Es ist nicht etwas, was ich will, dass du mehr darüber nachdenkst, weil das verbindet nur noch mehr wieder. Lass die Vergangenheit los. Lass die Vergangenheit los. Versuch wirklich ernsthaft daran zu arbeiten, im Hier und Jetzt zu bleiben und deine Gedanken auch entspannen. Und das wird helfen, weil somit lässt du auch wie ein Stück von seiner Energie los, die das verursacht, damit du wie stecken bleibst. Dem geht es nicht so gut. Sami, das Zweite, weil ich habe einen Simon in der Ferien kennengelernt und er ist voll mein Typ, aber er ist richtig. Schauen wir mal. Simon. Der Challenger. Also, es ist eine Person, die dich ein bisschen provoziert und herausfordert in gewissen Sachen, die du bei dir noch nicht entdeckt hast. Darum findest du ihn anziehend, oder? Du sagst, er ist voll dein Typ. Das ist auch so. Aber das ist eigentlich auch alles, was sie soll, oder? Das heißt, der Richtige ist immer so eine Frage. Es kommt jemand anderes, wo ihm ähnlich ist. Und er ist wie der Wegweiser. Er ist wie der, der zeigen soll, hey, schau, so etwas suche ich, wo der wie eine richtige Idee geben soll, wo das wie aufmachen soll, die Tür. Also, tu dich nicht zu fest versteifen auf dem. Ich glaube, ich habe meine Twin Flame gefunden. Stimmt meine Intuition? Wir sind gerade in der Separation Phase. Also, bei mir wirst du nur die Originalinfos finden. Ich bin jemand, der vor 13 Jahren schon in Englisch angefangen hat, bevor irgendjemand etwas darüber gewusst hat. Sachen veröffentlichen, Musik, Blog, Bücher. Und erklären und erzählen. Ich habe wissenschaftliche Experimente durchgemacht. Ich habe sehr viel in meinem Leben durchgemacht und musste zusammen puzzeln, um Twin Flames oder sogenannte Twin Souls, Zwillingsseelen, zu verstehen und andere Menschen das Verständnis weitergeben. Das mit dem Deutsch mache ich jetzt seit 2019, auch TV habe ich ja geschafft etc. Und ich kann dir sagen, es gibt keine Separation Phase. Entschuldigung. Also, das beantwortet eigentlich die Frage schon, hoffe ich, oder? Ich bin ganz klar, ein Twin Flame trennt sich nicht. Man ist die gleiche Seele. Man kann sich nicht trennen. Es gibt böse Kräfte, da bin ich jetzt ganz direkt, also dunkle Kräfte, die versuchen, eine Seele auseinanderzureissen. Wenn das passiert, ist es lebensgefährlich für die ewige Seele. Lebensgefährlich. Es ist etwas, wo einem die Lebenskraft raubt. Es ist etwas, wo einem körperlich töten wird. Es ist also etwas, wo nicht existiert. Die meisten Menschen, wo sich trennen, wo nicht mehr miteinander reden, wo streiten, haben anderes Denken, andere Meinung, irgendetwas, wo reibt. Wir haben ja vorher ein Beispiel gehabt, zum Beispiel wegen Gegensätzen, oder, wo sich zwar anziehen, einmal in der Welt, aber auch aneinander abprallen können und reiben, sozusagen. Das ist nie Twin Flame. Twin Flame ist immer genau gleich. Es gibt keine Meinungsverschiedenheiten, es gibt keinen Streit, es gibt keine Trennung, es gibt keinen Betrug, es gibt kein Hey, ich bin jetzt mal kurz ein bisschen mit dieser Person zusammen, nachher komme ich wieder zurück. Das sind völlig, völlig, völlig andere Sachen, die zwischen Seelenverwandten stattfinden können. Aber niemals bei Zwillingsseelen, bei Twin Flames. Separation Phase ist eine falsche Info, die umgereicht wird. So, Eli, du Liebe, was kannst du über mein Berufsleben sagen? Berufsleben. Decide to be happy now. Da scheint alles gut zu laufen, Eli. Und daher kann ich da eigentlich nur gratulieren, also dass du so weitermachst, genau wie du, wo du bist. Und dass du auch dein Ziel vor allem, das kannst du vielleicht ein bisschen besser definieren und angehen.
Aber du bist genau auf dem richtigen Gleis sozusagen, oder? Wenn du jetzt ein Zug wärst und du fährst genau auf deine Berufung zu im Leben, das deckt sich mit deinem Lebensplan und da gibt es nichts auszusetzen oder zu ändern. Du musst dich weder neu orientieren noch sonst etwas machen, außer vielleicht dein berufliches Endziel sozusagen noch ein bisschen genauer definieren hier und eine Vision klarer vor dir sehen. Das hilft zum Manifestieren. Alice Jo, siehst du einen Mann, der mich wirklich liebt? Also fragst du so, ich sehe gerade deine Zwillingsseele. Wie so ein Lichtengel hinter dir steht, so Licht auf der linken Seite. Genau jetzt. Hinter dir steht Licht auf der linken Seite. Das ist ein Mann, der dich wirklich liebt, Elisa Joe. Und wenn du die Liebe annimmst, dann wirst du auch auf Erde erleben, durch einen Seelenverwandten, wie ein Mann dich wirklich lieben und unterstützen tut. Das wird sich wie spiegeln auf deine Realität. Meld dich sonst bei mir, wenn du mal die Zwillingsseelensache genauer anschauen willst. Das ist die Brücke, der Schlüssel dazu. Ja, heute ist irgendwie wieder schlimm, leider. Ja, das merke ich. Guten Abend, Belitza. Sali, eine Lady, Rebecca. Darf ich dich fragen, ob du eventuell siehst, ob ich es endlich schaffe, mich endgültig zu trennen? Toxische Beziehung. Uff, toxische Beziehung. Das ist natürlich nie gut. Und wenn du sagst, ich schaffe, ich verstehe, dass man sich da einmal schaut, go forward, fearless, oder helfen. Deinen freien Willen machen. Ich kann dir helfen. Okay? 079 511 67 12. Gut, schauen wir mal mit der schamanischen Karte, was da läuft. Kristalle, Fokus. Spannend. Du sollst dich ein bisschen, ich weiss, du duschst schon, oder? Aber tu dich da jetzt mal in der nächsten Zeit ein bisschen mehr mit Kristall, also Heilstein befassen. Das ist das, wo eigentlich für dich Botschaft ist. Es ist dir wie in die Wiege gelegt, dass du da eigentlich ein Händchen dafür hast. Du kannst auch ganz ohne intellektuelle Infos, sage ich einmal, in einem Heilstein laden, kannst du wie mit der Hand, oder? Spüren. Okay, der Stein, der Stein ist von einer negativen Person berührt worden, etc. Also hast du da wirklich ein Da hast du das echte Talent. Man darf kein Pfeffer brechen. Aber ich glaube, dass wenn man wie eine Abmachung oder Bewilligung hat oder so von der Polizei, durchaus ein Pfefferspray bei sich haben darf. Durchaus. Da gibt es sicher einen Weg. Ich denke mal, im dreimal Reiki wird er sicher weg sein. Ja, das ist ja so. Das kommt aus der Vergangenheit. Das gibt es halt leider. So Seelenverwandte, halt, die jetzt nicht inkarniert sind, auch auf der geistigen Ebene, die nicht loslassen wollen. Die Macht ausüben wollen, weiterhin. Auch wenn das vergangene Leben schon lange vorbei ist, wo das so gelaufen ist. Tiara, gratuliere tausendmal zur Schwangerschaft. Bei uns hat es immer noch nicht geklappt. Oh, meine Liebe, Tiara, los, das kommt gut. Wenn du willst, kannst du dich gerne auch bei mir melden. Ich mache auch wirklich da Spezialberatungen, wenn es um das geht. Einmal liegt es an der Energie, einmal liegt es am Stress, einmal liegt es an verschiedenen Faktoren, wo man da definitiv unterstützen kann. Das ist eine Spezialität von den alten Ägyptern. Ich habe also auch schon Schwangerschaftsamulette und so Sachen gemacht. Aber das ist ein heiliges Thema. Da mache ich nicht viel. Wenn es jetzt ja 45 weitergeht. Okay, schauen wir mal, was da los ist. Opportunity, Three of Roses. Also da wird es, Letizia, da wird es schon eine Möglichkeit geben.
Opportunity, also eine Chance, dass ihr da, sage ich jetzt mal, es ist interessant, dass deine Frage gleich danach kommt, oder? Also, dass ihr da irgendwie weiterkommt, oder? Dass ihr da irgendwie diese Beziehung stärken könnt, du sagst Verlobten, also dass ihr auch heiraten tut, effektiv, und die Familie somit auch verbinden. Also, daher kann ich nur sagen, bitte macht dir keine Gedanken im Sinn von Sorgen oder so oder zweifelhafte Gedanken, sondern geht wirklich mit Selbstsicherheit und Liebe an das Ganze heran und dann kommt das alles gut. Ja, er hat gute Absichten. Sami, und danke vielmals. Immer gern. Du bist ein Löli, sehr Blackhorn. Er hat keine anderen Hobbys. Will er nicht selbst weitergehen? Nein, er ist eine verlorene Seele, wie man so schön sagt. Er ist sehr verdunkelt, er ist nicht erleuchtet. Ich glaube, das sagt ihr alles, wenn ich das so sage, oder? Bitte nicht weiter daran denken, wegen dem habe ich es nicht gesagt, sondern die Verbindung trennen, energetisch. Es ist gut, wenn du dir bewusst bist und merkst, ah, okay, da bei der Nackengegend, Halschakra oder dritte Auge, sitzt deine Energie, die hineingreift in meine Aura. Aber genau darum, lass jetzt die Reiki-Reinigung schaffen bei dir, lass deine Zwillingsseele dir helfen vor allem und versuch, Gedanken loszulassen, das wird helfen. Weil, wenn du Energie wie bei dir festhaltest, und das machst du auch in Form von Gedankenführung, tust du ihm ermöglichen, sich wie können festzugen an deiner Aura. Das ist es. Immer sehr an. Ich habe immer schon ein Babybuch gesehen. Ich habe schon auch ein Video, wo ich ein bisschen tanze und so, wo man das sieht. Und ja, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich da damit umeinander showen tut, muss ich ehrlich sagen. Sami, wegen denen, wo mir droht, gibt es etwas Spirituelles, wo mich stärken könnte oder die, wo so ein bisschen Schwäche. Los, wenn dir jemand droht, Sammy, kann ich dir, das wäre verantwortungslos, weißt du? Übrigens, ich tue Dolmetscher und so auch bei der Polizei. Ich tue Dolmetscher bei der Polizei und Gericht und Behörden und so Sachen. Schon lange. Das ist noch ein anderer Job, den ich mache. Also, ich kann dir wirklich nur sagen, es wäre verantwortungslos, wenn ich dir sage, ja, komm, du ein bisschen meditieren und dann ist eine körperliche Bedrohung einfach nicht da oder entschärft oder die werden magisch ihrem freien Willen manipuliert und wollen dich plötzlich nicht mehr angreifen. Es gibt schon gewisse Methoden, mit denen man in einem Notfall Menschen beruhigen kann, zum Beispiel, die aufgebracht sind. Aber es ist nicht etwas, wo ein Amateur kann. Es ist etwas, wo jahrelang an Energie und Training braucht. Und es ist etwas, wo vor allem nicht jemand machen kann, wo selber bedroht wird. Und daher kann er nur sagen, such zumindest eine Beratung bei der Polizei. Es gibt auch Beratungshotlines zum Beispiel, wo du da Leute kannst bei so Sachen. Aber mach da etwas in die Richtung, ja? Tun dich schützen. Elisa Jo. Heute siehst du meine Zwillingsflame. Ja, aber da musst du einiges im Fall bearbeiten, dass du seine Energie wie annehmen kannst. Der Energieaustausch ist ein bisschen gestört bei gewissen Chakren. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt da sagen soll. Ich ziehe dir eine schamanische Karte. Und ansonsten, Elisa Jo, melde dich doch bei mir für so einen Zwillingsseelenscan. Der ist nämlich im Rabatt im Moment. Dann hast du alles, sogar eine Zeichnung von ihm. Mache ich dir doch da Wüste, Visionssuche. Du musst unbedingt wie auf Selbstentdeckungsreise gehen. Selbst. Zwillingsseele, oder? Das ist ja damit verbunden. Im Moment befindest du dich so wie ein bisschen in einer Wüste auch. Du hast wie die Vision nicht von der Zwillingsseele, dass du es wie genau siehst und erkennst und checkst. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Ja. Es ist wichtig, dass du es siehst, oder? Ich habe noch vieles gesehen. Aber es ist wichtig, dass du es siehst, oder? Und damit kann ich dir nur mit einem Zwillingsseelenscan am besten helfen.
Sorry, ich muss gerade vor Lachen mit dem Seelenverwandten da. Die Vorstellung ist irgendwie lustig. Obwohl es nicht lustig ist, sie auch Black Clover. Ja, verstehe ich. Ich verstehe es schon. Es ist mir traurig eigentlich. Und wo du das gesagt hast, ist mein Hals ein wenig warm geworden. Ja, weil du dann wie gemerkt hast, Reiki ist da am Schaffen und Reinigen und deine Zwillingsseele, aber der versucht dann wie so ein oder? Ja. Ich denke, du bist darüber hinweg. Es ist sein Problem. Immer sehr an. Wie sieht es mit meinem Partner aus? Ist das für immer? Oh, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Zeit, Leute. Ich habe noch schnell einen Telefontermin mit England. Das ist ein bisschen notfallmäßig jetzt so. Also, The Adventurer, Princess of Roses. Ist das für immer? Für immer ist natürlich eine krasse Frage. Wenn du mich so fragst, kann es ja nur ein Nein sein, außer das wäre das Zwillingsseel, Twin Flame, oder? Weil für immer bedeutet das über den Tod hinaus. Für immer, oder? Und daher tust du eigentlich mit dieser Frage spirituell dir keinen Gefallen, oder? The Adventurer bedeutet, es ist ein Abenteuer, es ist eine Phase, aber es wird auch etwas anderes kommen. Also das heisst, du wirst jetzt nicht bis an dein Lebensende mit deinem Partner zusammen sein. Ich muss immer ehrlich sein. Rebecca, merci vielmals. Immer gern. Lari, kannst du mir noch etwas zu meinem Seelenverwandt oder Zwillingsseele sagen, falls ich eine habe? Alle haben eine Zwillingsseele, die ganze Seele. Die ganz menschliche Seele komplett ist ein Zwilling wie drin, zwei Hälften. Also, ich schaue mal. Okay. Im Moment ist er wie so ein bisschen, er beugt sich so ein bisschen über dich, so wie über deine Schulter und steht hinter dir. Und leuchtet also richtig, richtig schön in die Drucke hin. Also im Vergleich bist du eigentlich ein bisschen abdunkelt, deine Aura. Der leuchtet extrem. Deine Zwillingsseele, Lari. Und das ist etwas, was sich lohnt, damit wir energetisch verbinden bewusst und das annehmen. Er will dir wie von dem Licht etwas abgeben. Das wird deiner Gesundheit, dir körperlich, geistig, Liebesleben, wird dir das Vorteil bringen. Zürich, hey, hey, wie geht's? Mir geht's super, und wie geht's dir? Luna, hup. Ich habe nach 2 Jahren meinen Job gekündigt und bin jetzt auf der Suche nach etwas Neuem. Hast du eine Botschaft für mich? Du, ich finde das gut, dass du auch den Mut hast, das zu machen. Spend more time outdoors. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fehl am Platz, aber das ist der Rat. Gang viel raus. Das heisst, gang auch viel raus im Sinne von in die Natur. Gang spazieren. Unternimm etwas. Gange unter Leute. Das wird dir helfen, klarer eine Vision empfangen darüber, wodurch es jetzt gehen soll, beruflich. Hast du nach einer Botschaft gefragt. Das ist das, was du brauchst, um wie dich mal wie durchlüften im Kopf sozusagen von der Vergangenheit und wie neu anfangen im Denken und eine neue Perspektive sehen. Du hast den Job nämlich nicht einfach so gekündigt, du bist wie auch dazu getrieben worden von einer Energie, von etwas Spirituellem. Und das will dich wie weiterhin führen. Und darum ist es wichtig, dass du wie richtig so in deine Intuition jetzt hineinkommst. Und richtig in inneren Frieden. Ja, das wird dir helfen auf dem Weg, Luna Hub. Celia, was wird mit mir und ihm, was wird mit mir und ihm weitergehen? Ich glaube, er ist meine Twin Flame. Wir haben genau das gleiche Leben gehabt. Nine of Gems, Independence, Unabhängigkeit. Also, die Karte spricht mega klar, oder? Und es passt zu meiner Intuition. Ich sage es halt nicht gern, oder? Und es ist schön, wenn du glaubst, dass er deine Twin Flame ist, aber er ist es nicht. Twin Flame ist so etwas Kostbares. Es braucht viel. Es braucht viel. Und es lohnt sich wie nicht, wenn Twin Flame jemand anders ist. Sagen, hey, mal, das ist meine Twin Flame, weil es ist irgendwo durch dann wie ein Verrat an deiner echten Twin Flame. Also da sieht man Unabhängigkeit. Ihr werdet irgendwann unabhängig voneinander sein. Du willst wissen, wie es weitergeht, oder? Die
Verbindung ist nicht so stark, wie sie sein sollte, damit ich dir sagen könnte, hey, ihr habt voll Zukunft und das ist alles mega stabil bei euch. Zieht ihr gerne da nochmal eine Karte. Schaut da, Queen of Wings, der Analyst. Es wird dir helfen, gewisse Sachen analysieren und verstehen über dich. Du sagst, ihr habt das gleiche Leben gehabt. Und das zeigt dir ja auch schon, aus einem Grund sind wir zusammen. Und genau so Sachen übrigens machen auch Seelenverwandte, damit man irgendwann zu der Twin Flame kommt. Es ist ein Entwicklungsweg. Und er ist ein wichtiger Teil auf dem Entwicklungsweg. Aber irgendwann müssen wir einander loslassen. Also, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Bitte einmal fragen, dass es da nicht kommt. Hallo Liebster, darf ich dich fragen, ist es wert weiterzumachen, beziehungsbezogen? So 5 Minuten und dann muss ich wirklich schon an meinen Telefontermin. Traumzeit, Schöpfung. Du kannst... sich mit deinen Träumen, sozusagen mit dem Traum über eine gute Beziehung auch deckt. Also da ist das Potenzial rum, definitiv. Aber es ist warum sage ich das so? Es ist wie eure Entscheidung. Es ist nicht etwas, wo wie sein muss oder wie fest im Lebensplan ist, sondern etwas, wo wie kann oder nicht kann. Es ist eine Option, die dir das Leben gibt. Und der Rest entscheidet ihr. Miss Feel Good. Lila Blaschop, danke vielmals. Hoi, Sally Mel. Rasch komm heim miteinander. Mel, kannst du meine Energie spüren? Das ist ja mega krass. Das ist wirklich mega krass. Das ist eine recht krasse Blockade bei deinem Halschakra und bei deinem dritten Auge. Also, die Energie fließt immer von unten nach oben, durch die Chakren. Und wenn das so ist, also... was ich sogar gesehen habe bei deiner Energie, ist, dass du einmal ein bisschen Mühe hast, ehrlich zu dir selber sein wegen dieser Blockade. Dritte Auge, quasi in den Spiegel schauen und ehrlich zu dir selber sein. Oder halt auch da sogar Wahrheit aussprechen, ist dir einmal zu viel. Und du tust wie weisse Lügen anwenden, um andere nicht verletzen oder verunsichern. Also das ist das, was ich in deiner Energie gesehen habe, wegen dieser Blockade. Das ist schon etwas, was man anschauen sollte. Ich sage nicht, man soll Leute verletzen und übertrieben ehrlich sein. Aber die Blockade verursacht das und du musst auch zu deiner Meinung stehen. In gewissen Situationen. Weißt du, wie ich meine? Ach so, wegen dem habe ich beim Reiken die linke Seite so gut bemerkt, dass das ergibt natürlich Sinn. Ja, da hast du recht. Also ich muss da schnell schauen. Liebe CEO Black Clover, weil ich bitte auf dem WhatsApp. Ich habe da noch ein paar Fragen, die ich ganz schnell durchscrollen muss. Um was geht's heute? Das Leben. Nadja, kenne ich meine Zwillingsseele? Natürlich kennst du deine Zwillingsseele. Kennst du dich selber? Ja, oder? Und da kennst du auch deine Zwillingsseele. Er ist in der spirituellen Form bei dir. Er ist nicht inkarniert. Es ist nicht eine Person in meinem Körper. Lari, danke. FB, was ist mit mir? Gib mir bitte ein Thema wenigstens. Julia, hoi Elsa, kannst du mir bitte helfen? Ich bin ständig nur krank. Was muss ich ändern? Ah, okay. Insel, allein sein, oder? Du brauchst ein bisschen Zeit für dich. Du musst dich von gewissen Menschen distanzieren, die verursachen das irgendwo. Es sind wie Fremdenergien, die bei dir das machen, dass du ständig krank bist. Du, ganz ehrlich, schau mir das doch in einem Telefontermin an. Genau, ich will dir wirklich helfen. Ich will nicht einfach schnell im Live da Karten ziehen bei so einem Thema. Ich will, dass du nicht mehr ständig krank bist. Und das schauen wir dann genauer an. Ist gut. Ja, 079 511 67 12.
werde ich das Bedrückungsgefühl in meinem Herz los. Also das Bedrückungsgefühl in deinem Herz, das du gerade erwähnst, Selin 2106, das ist definitiv etwas, das von negativer Energie kommt, von einer Blockade. Genau das macht es. Und Herzrasen teilweise und Atemprobleme. New beginning and a fresh start. Du musst da irgendwie neu anfangen. Irgendetwas aus der Vergangenheit trägst du wie noch mit. Du hast nicht losgelassen. Es ist eine fremde Energie. Es ist von jemand anderem. Es geht wahrscheinlich um eine Trauer oder irgendetwas von einer Ex-Beziehung. Das müssten wir reinigen. Es gibt gewisse Räucherungen. Schau mal auf das Twin Eye Portal. www.twineyeportal.com. Da hast du ganz viele Räucherungen, die dir dabei zum Beispiel helfen, wie Leuenfuss. Und ansonsten melde dich doch bei mir, ja? Nur noch mal bedanken. So, mein viel Glück. Danke dir vielmals. Immer gern. User 7. Hi, bekommst du männliche oder weibliche Energie von mir? Da fragst du natürlich genau die Richtung mit der Zwillingsseele, weil ich sehe immer beides in allen Menschen, gell? Also, User 7. Im Vordergrund sehe ich vor allem die männliche Energie, die weibliche Energie mehr im Hintergrund bei dir. Das ist das, was ich sehe. Also im Moment ist die männliche Energie wie im Fokus. Und die weibliche Energie ist ein bisschen wie hinten. Nadja, in dem Fall ist meine Zwillingsseele männlich. Nadja, ja. Johnny, oh ja, so gern. Dankeschön. Danke vielmals. Ja, jetzt. Leute, bei mir kann man sich vorstellen, wieso. Hopp. Nadja, wie finde ich heraus, wer meine Zwillingsseele ist? Find heraus, wer du bist. Schaff an dir. Erinnere dich daran, wer du bist im vergangenen Leben. Was ist dein höheres Selbst? Wer ist deine Seele wirklich? Wer bist du wirklich auf der spirituellen Ebene? Und dann weißt du auch, wer deine Zwillingsseele ist. Öffne dich dafür auch, dass er sich direkt vorstellt, dass er dir etwas zeigt, dass er in deine Träume kommt, sich zeigt. Da gibt es verschiedenste Methoden, darum mache ich ja den Zwillingsseelen-Scan zum Beispiel, um bei solchen Sachen zu helfen. So, Leute, es tut mir mega leid, aber ich muss jetzt los. Ich habe einen Telefontermin noch schnell mit England und nachher bin ich da auf dem WhatsApp-Business. 079 511 67 12. Also, einfach melden, ihr könnt jederzeit, also am Morgen, übermorgen, wenn ich einmal unterwegs bin, natürlich müsst ihr ein bisschen Geduld haben, bis ich antworte. Aber ich schaue mir das Zeug jeden Tag an, wirklich. 5 Stutz Twinten, 2 Fragen. Ich mache volle Legungen, ich mache die Spezial-PDFs, Zwillingsseelen-Scan, Telefontermine. Ihr habt also verschiedenste Methoden. Im Moment habe ich viel Rabatt auch auf die meisten Angebote. Also einfach melden, nicht scheu sein. So ist die Person noch lebend oder schon bei den Verstorbenen. Was heisst schon bei den Verstorbenen? Wir sind alle bei den Verstorbenen und dann kommen wir wieder zurück. Dann sind wir bei den Verstorbenen und kommen wieder zurück. Das nenne ich spirituelle Dimension, nicht Verstorbene. Verstehst du, was ich meine? Das ist viel das bessere Wort. In der spirituellen Dimension. Also, wünsche euch einen schönen Abend und vergesst nicht, das Leben immer geniessen und immer entdeckerisch und neugierig angehen und positiv angehen. Dann könnt ihr das Beste aus eurem Leben rausholen. Ja. Bis bald.